Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Fully Modded Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Viele von euch haben nachgefragt, wann kommt endlich die nächste Folge, und das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, da freue ich mich eigentlich drüber, weil das heißt, das Ganze kommt bei euch sehr gut an und ihr könnt es gar nicht erwarten, die nächste Folge zu sehen. Ich habe jetzt auch wieder Lust zu bauen und habe endlich mal wieder die Zeit gefunden, hier weiterzubauen. Und ja, ich freue mich schon sehr, ich bin gespannt, was wir diese Folge zaubern können, aber wir kommen gleich erstmal hier zu unseren 4 neuen Bewohnern, die wir letzte Folge freigelassen haben, die haben nämlich wundervolle Namensvorschläge von euch bekommen. Ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch direkt an. Die sind jetzt schon relativ glücklich. Ach, ihr könnt jetzt auch nochmal das Gehege sehen mit den ganzen Felsen und sowas im Hintergrund, weil ich habe ja beim letzten Mal habe ich es erst im Schnitt bemerkt, dass diese gar nicht mehr da waren, weil ich irgendeine Mod, also ich weiß auch, woran es lag, dazu kommen wir auch gleich. Auf jeden Fall konnte man die Felsen nicht mehr sehen, weil ich eine Mod falsch installiert habe, was gleich auch nochmal ein Problem mit sich bringt. Aber kommen wir erstmal zu den Namen. Ihr seid sicherlich schon sehr gespannt. Ihr habt nämlich tolle Namensvorschläge geschrieben. So sieht das Ganze nochmal aus von oben. Bin ich echt sehr zufrieden mit. Haben wir ganz schön hinbekommen, denke ich. Und ja, die Namen. Da haben wir den ersten, nämlich den roten Dimetrodon. Das ist Sophie. Sehr schöner Name. Und auch ein sehr schönes Urzeitwesen. Dann haben wir hier den grünen. Der hat auch einen ganz tollen Skin. Das ist Waldi. Sehr passend, wie ich finde, für einen grünen Dimetrodon. Man sieht jetzt schon um einiges besser aus hier mit den Felsen und den Bäumen und sowas im Hintergrund. Das war nämlich beim letzten Mal am Ende gar nicht mehr zu sehen. Dann haben wir hier in, ja, so beige, braun, weiß, ich weiß es nicht genau, haben wir auf jeden Fall Dimitri. Passt irgendwie auch, ne? Dimetrodon, Dimitri. Passender Name auf jeden Fall. Habt ihr übrigens so ein bisschen zufällig ausgewählt, die Kommentare, weil es waren irgendwie 190 Kommentare oder so. Richtig, richtig viele. Also wenn ihr jetzt nicht rangekommen seid, bitte nicht traurig sein. Und der letzte, der läuft hier vorne gerade weg vor uns, das ist Segler. Da hat, glaube ich, auch der Kommentarschreiber reingeschrieben, dass der Kommentar oder der Name doof wäre. Ich finde den aber eigentlich recht passend, muss ich sagen. Also wenn ich mir den so angucke, Segler mit diesem riesen Segel, definitiv passend. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu der Problematik, denn, ja, dass die Felsen und sowas verschwunden sind, das lag daran, dass ich die Dimetrodons komplett installiert habe, also mit allem, was dazugehört, dass die auch hier von diesen Fleischfutterspendern und so fressen und sowas, das ist ja auch echt cool, aber dadurch, dass man die so komplett installiert und nicht einfach nur den Dino vom Skin her, also dass der im Spiel ist, sondern auch mit Funktion, dadurch sind diese Probleme mit den Felsen entstanden. Dadurch habe ich jetzt im Endeffekt den Dimetrodon einfach nur optisch installiert, also dass wir ihn optisch im Park haben, aber er hat jetzt nicht mehr solche Eigenschaften wie zum Beispiel, dass er von dem Fleischfutterspender essen kann. Bisschen schade, weil das heißt, wir müssen jetzt hier in dieses Gehege noch einen Pflanzenfresser-Futterspender irgendwo verstecken, damit die nicht verhungern, aber ich werde den Fleischfutterspender auf jeden Fall hier drin lassen, so, also hier vorne zumindest, damit es zumindest so optisch so aussieht, als wenn die, ja, halt davon sich annähern. Ich weiß auch gar nicht, ob die da noch hingehen. Gerade so ein bisschen so aus, aber ich glaube eher nicht. Nee, sehr, sehr schade. Das Problem hätte man, glaube ich, auch beheben können, indem man die Mods von der Reihenfolge und sowas her anders installiert. Aber da ich den Dimetrodon jetzt erst in der 4. Folge oder so dazugepackt habe, ist es halt bei mir nicht anders möglich. Und deshalb muss ich jetzt hier leider noch einen Pflanzenfresser-Futterspender unterbringen. Da haben wir leider keine andere Wahl. Ich werde den wahrscheinlich ein bisschen verstecken, gehe ich von aus. Vielleicht hier hinter, wenn das geht. Ich glaube, das ist sogar ein ganz guter Ort. Es war dann ein bisschen doof, wenn die dann dahinter fressen. Aber vielleicht finde ich auch noch eine bessere Lösung. Also wenigstens sieht man ihn jetzt optisch nicht von dieser Seite, also von der Hauptseite, wo man die Dimetrodons beobachten kann. Vielleicht finde ich auch noch eine Lösung für das Problem, dass ich das noch irgendwie reinbekomme, ohne dass wir diese Probleme mit den Felsen bekommen. Aber das werde ich euch dann, denke ich mal, in der nächsten Folge berichten. Heute will ich mich erstmal wieder damit beschäftigen, was Neues zu bauen. Und da kommen wir jetzt auch direkt zu, würde ich sagen. Denn wir haben ja noch 2 Bereiche vor uns. Also dieser Bereich ist ja quasi abgehakt, bis auf hier vorne. Da fehlt noch ein bisschen was. Und dieser Bereich ist abgehakt. Jetzt haben wir noch den Bereich hier. Ich kann euch den mal von oben zeigen. Oh, der ist, geht so groß. Und wir haben hier hinten den, glaube ich, größten Bereich. Der hat auch eine sehr interessante Form, muss ich sagen. So ein bisschen sternförmig. Aber den machen wir, glaube ich, als letztes. Also ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal diesem Bereich hier widmen. Denn ich habe da schon eine coole Idee, was wir da hinbauen. Was das sein wird, das verrate ich gleich. Aber erstmal muss ich mich jetzt so ein bisschen um den Wald hier kümmern. Der Wald ist weg und die Fläche habe ich soweit erstmal übergeglättet, damit wir hier gleich vernünftig bauen können. Das ist übrigens eine wunderschöne Fläche zum Bauen, wie ich finde.
weil die hat einen super schönen Hintergrund, was diese Felsen und Berglandschaft angeht. Sogar noch so ein paar Bäume, die kriegt man auch nicht weg, aber das finde ich gar nicht schlecht. Und natürlich hat sie diesen wundervollen Ausblick auf das Meer. Also das ist wirklich eine ganz tolle Fläche. Und ich habe auch schon eine sehr gute Idee, was wir hinbauen werden, denn ich möchte eigentlich aus dieser gesamten Fläche ein riesengroßes Gehege machen, eigentlich über die gesamte Fläche. Allerdings möchte ich hier noch so eine kleine Besucherstation hinmachen, wo noch eine Einschienenbahnstation hin soll, vielleicht die ein oder andere Beobachtungsgalerie. Und das Ganze möchte ich dann einzäunen, sozusagen die Besucher einzäunen, und der Rest soll dann für einen Dinosaurier oder für mehrere Dinosaurier ein Gehege werden. Welche da reinkommen an Dinosauriern, habe ich mir noch gar nicht überlegt, das suche ich mir dann gleich noch raus. Das ist aber auf jeden Fall der Plan und ich bin mal gespannt, wie gut der sich umsetzen lässt. Dazu werde ich jetzt hier als erstes erstmal wieder ein Stückchen erhöhen. Ich weiß, ich habe es gerade erst abgesenkt, aber das hat einfach den Effekt, weil hier soll später die Besucherstation drauf. Ist mir schon ein bisschen zu viel, soll nur minimal sein. Aber auch nicht zu wenig. So ist gut. Genau, das hat den Effekt, dass dann sozusagen, weil hier die Besucherstation mit Besuchergalerien und so draufkommt, die Besucher dann auf das Gehege runterschauen können sozusagen so ein bisschen. Und dadurch haben sie natürlich einen viel besseren Überblick auf das Gehege. Das habe ich euch ja schon oft im Planet Zoo gezeigt. Und das denke ich auch mal logisch, ne? Wenn man von oben auf etwas hinabblickt, kann man es viel besser überblicken. Da macht auch schon so eine ganz kleine Anhöhung, so wie es hier ist. Also es ist wirklich nur minimal, wie ihr seht. Das macht aber schon viel aus. Also der Effekt ist wirklich, denke ich mal, relativ cool dann am Ende. Auch wenn es wirklich nur so eine minimale Sache ist. Ich habe jetzt auch erstmal eine größere Fläche angehoben, weil wir natürlich jetzt erstmal da arbeiten wollen. Und verkleinern kann man diese Erhöhung und abglätten und sowas kann man das natürlich immer noch im Nachhinein. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir, das machen wir am besten mal eben so, dass wir als allererstes hier die Einschienenbahnstation platzieren. Die ist natürlich das wichtigste Gebäude hier, weil irgendwie müssen die Besucher ja hier hin. Und die muss jetzt ungefähr mittig, ich passe die auch an die Landschaft an, also ich mache die hier so ein bisschen schräg, so wie der Berg auch ist. Ja, wir müssen ja mit der Landschaft hier arbeiten, die wir haben. Mache ich die mal nicht zu nah dran, aber auch nicht zu weit weg. Nur die schräg anpassen. Möglichst mittig, das ist echt schwer, weil man von oben das Ganze nicht sehen kann, leider. Denk mal so ungefähr. Warten wir mal, bis sie fertig ist und dann sage ich euch, ob ich damit zufrieden bin. Ganz minimal habe ich sie jetzt nochmal von der Platzierung abgeändert. Aber das sollte jetzt eigentlich so weit hinkommen. Ich möchte jetzt erstmal hier einen Zaun drumherum ziehen, um die Einschienenbahn. Finde ich nämlich immer ganz schön. Weil man kann leider darunter immer nicht so richtig bauen. Und deshalb finde ich es immer ganz schön, wenn da zumindest ein Zäunchen drum ist. Gefällt mir mal ganz gut. Ich mache den mal hier so entlang. So ungefähr. Und dann so nah wie es geht. Da muss man immer so ein bisschen ausprobieren, weil man kann, ihr seht ja, der rote Bereich ist eigentlich viel größer, aber man kann da so ein bisschen reinbauen. Ach, da seht ihr schon. Da muss man immer so ein bisschen ausprobieren, dann bekommt man das hin. Ups. Ja, wir nehmen natürlich hier diesen kleinen Zaun, logischerweise. Nicht in Besucherbereichen immer am schönsten. Weil je größer der Zaun, desto mehr fühlen sich natürlich die Besucher auch erdrückt so ein bisschen, ne? Und eingeengt. Ist ja nicht schön, eingezäunt zu sein. Na gut, wenn große Fleischfresser um einen rum sind, ist man wahrscheinlich sehr gerne schön umzäunt von einem großen Betonzaun am besten. Aber hier ist man ja, also das ist nicht der Zaun, der später die Besucher schützen soll vor den Dinosauriern. Ist keine Sorge. So, hier kann man nämlich auch ordentlich tricksen. Guck mal, wie viel Platz man hier rausholen kann. Das ist aber auch bei jedem Gebäude unterschiedlich. Also da müsst ihr wirklich ausprobieren. Hier geht das aber echt gut bei der Einschienenbahn. Bin ich auch echt froh drum. Weil die Einschienenbahn, ist das jetzt rechtwinklig? Wait. Ja doch, ist es, okay. Weil die Einschienenbahn natürlich eine sehr große Fläche hat, die einfach frei ist und nicht genutzt ist, wo ganz viel Rasen sozusagen einfach ist. Aber so ist schon mal gut. Dann haben wir sie eingezäunt. Jetzt wird es hier, glaube ich, ziemlich eng. Ich hoffe, das passt alles soweit. Wir brauchen jetzt hier erstmal ein... Warte mal, wir machen, glaube ich, erstmal... Kriegen wir das hin, ohne dass hier der Einrastpunkt kommt? Ne, nicht wirklich. Ich will eigentlich hier als allererstes diesen Weg hier machen, weil der wird später am problematischsten. Weiß ich jetzt schon. Wir machen mal kurz einen Trick. Wir machen nämlich jetzt so. Aber das war ein guter Trick, ich weiß es nicht. Dann haben wir auf jeden Fall hier den richtigen Einrastpunkt an der richtigen Höhe. Jetzt müssen wir so machen, dass das Endstück da hinten ankommt. Ansonsten hat er immer diesen Snap-Punkt. Ich weiß nicht, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine.
Also man muss halt immer diese Einrastpunkte von dem Spiel ein bisschen austricksen. Und das kann man mit der maximalen Länge. Seht ihr das, wenn ich auf die maximale Länge ziehe, dann rastet der nämlich nicht in diesen Punkt ein. Jetzt muss ich nur die maximale Länge an die richtige Stelle forcen. Das klingt wahrscheinlich, also forcen heißt zwingen. Das klingt für euch wahrscheinlich erstmal komisch, aber ihr werdet gleich sehen, was ich damit bezwecken möchte. Ah, es ist fast perfekt. Mini-Stück muss ich noch vor. Und alles so ein paar Bautricks, die man sich irgendwann aneignet. Und ich versuche natürlich euch auch so ein paar Tricks mitzugeben, die ich zumindest rausgefunden habe. So, jetzt seht ihr. Jetzt konnte ich hier nämlich so nah wie es geht ranbauen an dieses Stück, ohne dass er einrastet, dadurch, dass ich die Maximallänge benutzt habe. Und genau das wollte ich auch erreichen, weil das ist eine schwere Stelle. Also da kann man ganz schwer hinbauen nur, aber ich möchte da natürlich hinbauen. Und jetzt haben wir hier noch und hier in die Ecke können wir sogar leichter bauen. Das ist gut, weil hier soll später der Weg auch entlang führen. Ich habe es gerade echt leider ein bisschen kompliziert für euch beschrieben. Aber ich denke mal, dadurch, dass ihr gesehen habt, was ich tue, werdet ihr das hoffentlich einigermaßen verstanden haben. Mensch, wieso ist denn das hier so komisch? Also Wegearbeiten finde ich auch immer schwierig mit rein- und rausschneiden, weil das immer sehr frickelige Arbeiten sind. Und ihr seht ja, dann ist hier wieder rot. Oh, jetzt geht's. Das ist jetzt rot. Okay, whatever. So machen wir das erstmal. Und ja, hier machen wir den Weg auf jeden Fall noch doppelt breit. Zumindest so ein bisschen breiter. So, möglichst nah ran. Am besten wäre jetzt, wenn wir es so machen, dass es genau vorne einmal entlang führt. Ich werde das später auch viel rausschneiden von diesen Wegearbeiten, muss ich mal schauen. Gut, das finde ich jetzt hier gerade sogar relativ interessant. Weil dann seht ihr mal so ein bisschen, wie ich das Ganze handhabe. Hier nochmal eben eine Verbindung machen. So. Damit das ungefähr gleichmäßig ist auf beiden Seiten. Also ich habe jetzt geguckt, dass diese Lücken hier gleichmäßig sind. Weil dann sieht es später schöner aus, wenn das gleichmäßig ist. Eine Lampe werde ich da wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Das wäre natürlich ideal. Nee, no chance. Das wäre perfekt, wenn man das platzieren könnte. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass irgendwann mal so eine Mod kommt, dass man keine roten Begrenzungen mehr hat. Weil dann könnte man so viel besser bauen. Das wäre so nice. Aber ich glaube, das wäre sehr schwer, so eine Mod umzusetzen. So zum Beispiel nicht, wie das geht. Sonst würde ich es direkt machen. Ich habe für diese Folge übrigens keine neuen Mods vorbereitet bekommen. Bin da noch am Überlegen, was ich machen soll. Aber ich bin auf jeden Fall heiß drauf, neue Mods für euch zu erstellen und sowas. Also ihr könnt gerne, wenn ihr Ideen habt für coole Mods, unten in die Kommentare. Und wenn ich sage, das kriege ich hin, dann kann ich das natürlich machen. Irgendwie sieht das alles so ein bisschen schräg aus. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Gebäude so ein bisschen schief steht oder schräg steht. Oder ist das schräg hier? Irgendwas passt hier nicht. Ich will auf jeden Fall, ich mache das mal eben fertig, dass es vernünftig ist. Ich will hier auf jeden Fall einmal komplett um das Ding herumbauen mit Wegen, möglichst gerade. Wenn da gleich was schräg ist, werde ich das noch korrigieren. Weil das ist jetzt ja nicht so spannend. Und ihr seht ja hier diese Wegearbeit. Da bin ich auch immer sehr penibel und perfektionistisch. Das ist dann immer echt doof für euch, weil das halt einfach lange dauert. So, jetzt habt ihr es aber mal gesehen. So baue ich halt um Gebäude rum. Ist jetzt, glaube ich, sogar relativ gut. Also ich glaube, es ist nichts schief oder so. Der Weg ist jetzt hier schon einmal rum und ich möchte jetzt hier noch einmal so ein paar Akzente setzen. Hier an der Stelle mache ich den Weg nochmal einen Ticken breiter. Mal gucken, wie wir das hinbekommen, dass es gut aussieht. So ungefähr. Einfach so ein bisschen abrunden, damit es so aussieht, wenn man hier rauskommt, dass man hier ein wenig mehr Platz hat. Vielleicht können wir es auch noch ein bisschen geschickter machen. Es ist mir schon fast zu groß. Wie hier den Winkel so ein bisschen schräger ansetzen. So. Ja, so ist besser. Okay, das gefällt mir besser. Jetzt will ich hier drei Beobachtungsgalerien unterbringen. Zwei so schräg, also eine hierhin, an die Ecke ungefähr. Eine hierhin, an die Ecke so. Und eine hier in die Mitte. Damit sollten dann alle Gehege relativ gut überblickt werden. Dafür muss ich allerdings mal gucken, dass ich das irgendwie in einem... Ich versuche das mal auszutricksen. So ungefähr. Dann ist es nämlich näher dran. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wenn wir die jetzt platzieren. Oh, niedrige Gesundheit. Was ist da denn los? Da müssen wir gleich mal eben schauen. Irgendwas scheint hier schief zu laufen. Nicht, dass es wieder oben bei den Dimetrodons ist. Ihr habt es ja, oder ich habe euch ja die Problematik davon schon erklärt. So, ich platziere das mal eben. Ist das hier bei euch? Er hat niedrige Gesundheit. Nee. Warum hat er niedrige Gesundheit? Kommt das? Nahrung?
Nahrung? Oh, ich glaube, die haben zu wenig Essen. Ja gut, das ist dann ja wirklich nur ein minimales Problem. Stelle ich einfach ein bisschen die Zeit runter und dann sollte das passen. Soll ja natürlich auch später unseren Dinos auf jeden Fall gut gehen. Dass das da gerade von den Wegen noch nicht so... Also ihr seht ja, wie komisch das dann noch aussieht. Dass das nicht gerade ist, macht rein gar nichts. Es geht gerade eher nur... Oder erstmal nur um die Platzierung von der... Von den beiden Beobachtungsgalerien. Das ist gerade so das Wichtigste. So, wie sieht das aus? Aber es sieht auf jeden Fall von oben schon mal vom Abstand her viel, viel besser aus. Ich werde jetzt aber diesen Weg nochmal entfernen. Und werde dann... Vermutlich... Ja, ich müsste eigentlich hier schon jetzt nochmal einen geraden Strich hin machen. So. Ich werde jetzt das Stück nochmal entfernen. Das machen wir jetzt hier rein, dass es gerade ist. Genau wie hier. Weil dann sollten wir gleich wieder das andere entfernen können. So. Und so. Okay. Das gefällt mir gut. Das sieht super aus. Das mache ich jetzt gleich auf der anderen Seite auch noch. Ist jetzt auch auf beiden Seiten relativ gleichmäßig. Sieht schon ganz gut aus. Wir haben dann wirklich Rundumblick in alle Richtungen. Wir müssen natürlich jetzt schauen, wo die dritte hin muss. Die soll mittig dazwischen. Jetzt sollte es ungefähr gleichmäßig sein. Und wir können die dritte Galerie platzieren. Ich glaube, das wird ganz cool werden. Muss ich sagen. Echt gespannt, wie das später aussieht. Ob das... Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass das irgendwie so aussieht, als wenn das too much wäre. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich meine, zu viele Besuchergalerien geht das. Ich mache jetzt einfach mal den Weg erstmal so hin. Ich glaube, das ist ganz cool. Den Zaun werde ich später auch wahrscheinlich noch austauschen. Beziehungsweise jetzt. Ich sage immer später, ich weiß nicht wieso. Immer erstmal alles verschieben auf morgen oder auf später. Den werde ich austauschen gegen so einen Elektrozaun. Wir könnten auch noch überlegen, hier einen Doppelzaun reinzumachen. Weiß aber nicht, ob das nicht zu kompliziert wird. Gerade weil wir hier schon... Weiß nicht, ob ich den Doppelzaun feiere. Sieht irgendwie so ein bisschen unnötig aus, wenn ich ehrlich bin. Gerade hier vorne ist es da wieder so connected. An einem Punkt. Ich lasse ihn mal erstmal an der Stelle und dann gucken wir uns das später mal an. Wir bauen jetzt erstmal hier weiter. Viel wichtiger sind nämlich die Gebäude, die ich noch geplant habe. Dann möchte ich bei diesem Gebäudekomplex auch noch eine Ranger-Station unterbringen. Und ich habe mir überlegt, dass wir mal hier die neue Ranger-Station, beziehungsweise die alte nehmen von Jurassic Park. Finde ich nämlich echt schön. Und die passt auch vom Holz her sehr gut zu unseren Wegen. Ich glaube, da bleibt uns gar nicht viel Wahl. Ich glaube, die muss hier hin. Oh, das würde sogar gehen. Das ist gut. Oder auf diese Seite. Auf diese Seite macht aber noch weniger Sinn, weil die fahren immer auf der linken Seite los. Von der Station, so wie sie jetzt platziert ist. Ich kann es euch leider gerade nicht zeigen. Deswegen ist es so ein bisschen sinnvoller, glaube ich. Das hat auch gerade gepasst. Das war eigentlich ganz cool. Wir haben ja auch platztechnisch echt nicht viel Auswahl. Ich würde am liebsten, weil ich das hier ein bisschen zu eng gebaut habe, den ganzen Komplex noch verlegen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe keinen Bock, das alles neu zu bauen. Das ist mir dann doch zu aufwendig. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit. Und es geht ja auch. So, genau. Ich würde am liebsten natürlich alles einmal markieren und verschieben. Das ist echt doof, dass das nicht funktioniert bei Jurassic World Evolution. Dass man nicht mehrere Sachen markieren kann und verschieben kann. Aber hier fehlen so viele Baumöglichkeiten. Das ist halt echt ein Problem. Ja gut, warten wir mal kurz ab, bis sie fertig ist. Die Jeeps dürften dann hier rüberfahren oder müssten dann hier rüberfahren. Das geht leider nicht anders. Würden dann hier auf dem Weg so ein paar Besucher zur Seite drücken, aber ja, geht nicht anders. Macht ja auch, glaube ich, nichts. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Gibt wirklich Schlimmeres. Ja, Isla Pena ist halt auch platztechnisch sehr, sehr eng. Leider, leider. Okay, machen wir so. Nehme ja auch die grauen Wege, weil bei Nicht-Mitarbeiter... Also, nee, so wollte ich sagen. Bei Mitarbeiterwegen benutze ich natürlich immer diese grauen Wege. Gut, die Jeeps müssen dann einmal bis hier vorne fahren. Das geht nicht anders. Und hier würde dann ein Tor reinkommen. Das rote. Na, wie es geht daran? Perfekt. Und, ja, das hier gefällt mir natürlich auch nicht so ganz, ne? Dass das da so mega steil hochgeht. Vielleicht können wir das doch noch... ein bisschen eleganter lösen. Könnten hier noch einen Bunker unterbringen.
So, wenn wir den hierhin platzieren, dann haben wir den Platz eigentlich optimal genutzt. Könnte natürlich noch ein bisschen schöner aussehen, aber rein dekotechnisch wird das hier auch schwierig. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Also, es sieht jetzt auch nicht doof aus. Also, es geht voll klar. Hier werden wir auch keine Bäume mehr hinbekommen. Denke ich mal. Nee. Ah, sogar den einen oder anderen Baum geht sogar noch rein. Das ist ganz gut. Da haben wir wenigstens hier ein bisschen Begrünung. So, da steht jetzt der Bunker auch noch. Ist jetzt hier alles so Schlag auf Schlag. Den mache ich auch mal mit dem Weg grau eher. Machen wir mal so. So. Kann man da auch noch schnell reingehen, wenn mal was sein sollte. Haben wir den Platz wenigstens noch optimal genutzt. Ist halt echt schade, dass man nur so wenig Deko-Möglichkeiten hat. Deswegen muss man leider immer dasselbe verwenden. Weil das ja eigentlich nicht viel Sinn macht. Nee, es macht keinen Sinn, weil hier steht das Danger-Schild und ja, die Wärter müssen ja nicht so ein Besucher-Informationsschild haben. Das heißt, ich werde mich jetzt noch weiter mit... Ich werde noch so eine kleine Toilette hier noch unterbringen können. So eine... Ah nee, so eine Strohtoilette hätte optisch, glaube ich, nicht gepasst. Oh, hier können wir gar keine Lampen hinstellen. Oh, das ist ja auch wieder traurig. In der Randbegrenzung. Machen wir hier so vereinzelt ein paar Lampen, Lämpchen hin. Lampen. Machen wir das so gleichmäßig, dass das gleichmäßig anfängt. So. Dann haben wir da auch noch ein paar Lampen. Es wird später hoffentlich richtig cool aussehen, wenn das beleuchtet ist. Die Lampen sind halt so das beste Deko-Element im ganzen Spiel. Das ist schon witzig. So. Ziehe ich jetzt mal eben durch. Perfekt. Das ist doch ganz cool. Könnte man das auch nochmal machen? Ich arbeite jetzt nur noch mit diesen Lampen. Die sind nice. Okay. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich wieder die Büsche noch entfernen. Macht ja auch keinen Sinn, dass hier Büsche wachsen, da wo die Jeeps langfahren. Das müsste hier ein Dirtweg auf jeden Fall sein. Zwischen werde ich wahrscheinlich nichts Grünes mehr hinkriegen. Nee. Wäre schön, wenn wir hier noch Bäume oder so hinkriegen würden oder Felsen. Das wird aber wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, wenn dann sowas vielleicht. Nope. Ne, so gar nicht. Ich glaube, durch die Lampen habe ich mir da auch noch mehr verbaut. Oh, da ging es gerade. Das nutzen wir doch aus. Ist halt auch echt schade, dass dieser kleine Baum durch diese Baumstämme ersetzt wurde. Egal, da machen wir hier mal so ein paar Baumstämme hin. Das macht ja nichts. Das ist halt die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben an Deko. Super, super schade, dass es so wenig Möglichkeiten da gibt. So sieht auf jeden Fall jetzt der Besucherbereich aus, der dritte. Den connecten wir jetzt hier nochmal schnell. Er wird auf jeden Fall in der Nacht richtig gut aussehen, glaube ich. So. Das ist der nächste Besucherbereich. Ist mal was ganz anderes. Haben wir auf engstem Raum relativ gut gelöst. Also ich bin zufrieden damit. Hätte natürlich ein bisschen schöner sein können, aber ich hatte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Probleme mit dem Platz. Aber dafür haben wir jetzt umso mehr Platz hier vorne im Gehege. Da werde ich jetzt erstmal mit einem Gewässer anfangen. Einmal hier schön am Rand. So nah wie es geht möglichst. Okay, das passt ja schon mal einigermaßen. Ich glaube, ich werde hier sogar relativ viel Wasser machen. Das ist doch ganz cool. Und jetzt werde ich mal mit diesen Klippen so ein bisschen arbeiten. Ich werde versuchen, die so wie eine große Klippe aussehen zu lassen, indem ich die versuche, mit diesen Felsen hier ein wenig ineinander zu glitschen. Aber am Anfang nehme ich, glaube ich, mal das hier. Das ist auch immer so ein bisschen ausprobieren mit den Klippen natürlich. Wie man das Ganze dann handhabt. So, und jetzt nehmen wir diese Klippe hier. Das ist eigentlich immer so die wichtigste Klippe, weil das ist die, die man überall hinein glitschen kann, weil die so ein bisschen übersteht. Echt ziemlich cool. Da kann man echt coole Effekte erzeugen, so. Na, komm schon. Ja, ihr seht schon, ja, das kann dann später echt aussehen wie eine große Klippe. Wieso geht denn jetzt hier das Wasser kaputt? Das wollte ich natürlich nicht. Ist jetzt schon wieder sehr, sehr bitter. So, müssen wir reparieren. Es gibt ja hier auch kein Rückgängig. Das ist halt, wenn man... Ich baue ja momentan noch nebenbei ein bisschen Planet Zoo.
Und das ist wirklich ein krasser Unterschied, wie viele Sachen einem hier einfach fehlen, wenn man Planet Zoo gewohnt ist. Also es ist einfach unglaublich. Das ist wirklich schade. So ein tolles Spiel. So viel verschenktes Potenzial. Aber das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also mit den Mods kann man wirklich schon schöne Klippen erstellen, wie ihr seht. Das schließt ja auch perfekt ab mit den Bäumen. Das gefällt mir gut. Und hier vorne können wir eigentlich direkt wieder mit Klippen anfangen. Muss gucken, dass ich mir das Wasser hier nicht wieder kaputt mache. Ach, natürlich passiert es direkt dann. Wird ja vorher auch nie angezeigt. So. Ich möchte, dass die Klippen im Wasser stehen. Okay, jetzt hat es geklappt. Das ist super. Hier mache ich jetzt, glaube ich, einfach nochmal den Felsen hin. Bin hier, glaube ich, ein bisschen zu weit rübergekommen. Wartet mal, wenn ich den zuerst platziere. Ja, wenn ich den zuerst platziere, kann ich den nämlich viel besser platzieren. Jetzt hoffe ich mal darauf, dass ich jetzt den hier ein bisschen... Ja, die müssen sich ja nicht unbedingt berühren. So geht's ja auch. Und dann machen wir jetzt hier noch den hier hin als guten Abschluss. Dann hat sich das eigentlich. Es sieht doch relativ interessant aus, oder? Vom Klippenverlauf. Also mir gefällt's. Sieht ganz cool aus. Wenn wir das dann noch ans Wasser anpassen. Aber ich speichere jetzt erstmal. Weil das Speichern-Tool ist eigentlich unsere einzige Möglichkeit, etwas rückgängig zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Wasser unter einer Klippe entfernen würde, dann könnte es gut sein, dass ich das nicht wieder hinmachen kann. Und genau deswegen habe ich gespeichert, damit ich das zumindest rückgängig machen kann. Ist sehr, sehr schade, dass wir hier keine Rückgängig-Funktion haben. Habe ich ja schon häufiger gesagt. Aber es fällt einem halt immer wieder beim Spielen auf, dass es fehlt. Weil gerade wenn man mit dem Terrain arbeitet oder Gebäude platziert, und, da entstehen halt Sachen, die man gerne rückgängig machen möchte, weil sie halt, ja, andere Dinge kaputt machen und sowas. Und ja, ist halt sehr, sehr schade. Deswegen müsst ihr immer regelmäßig speichern, wenn ihr baut. Dann ist das Ganze nur halb so frustrierend. Ist zwar immer ein bisschen nervig, wenn man immer dann gerade seinen kreativen Flow so ein bisschen unterbrechen muss, weil man immer speichern muss. Aber das geht ja trotzdem relativ schnell. So, ich bin echt schon sehr zufrieden mit diesem Klippen hier. Was ich richtig gerne hier noch unterbringen würde, wäre dieser Baum, dieser große. Den haben wir noch gar nicht benutzt. Allerdings, ich weiß nicht, ob der für dieses Gehege geeignet ist. Oh, hier kann man den voll reinplatzieren. Ist ja crazy. Sieht denn das aus? Das ist ja krass. Ich glaube, da lasse ich den einfach mal. Das wusste ich gar nicht, dass man den so nah an den Rand machen kann. Hier vielleicht auch. Oh, hier auch. Können wir den dann wirklich einfach zweimal verwenden. Oder für so ein bisschen am Rand. Damit wir einfach mal so ein bisschen andere Begrünung haben. Ja, der ist halt bei so kleinen... Ja, hier sieht das schon wieder nicht gut aus. Also der ist halt bei so wenig Platz sehr, sehr schwierig unterzubringen. Weil ich finde, der ist immer so ein Highlight für irgendwie für die Mitte, für den Mittelpunkt von dem Gehege oder sowas. Vielleicht können wir das ja auch in unserem letzten Bereich machen. Der ist ja auch etwas größer. Wir arbeiten uns ja gerade irgendwie von... immer schwieriger bis immer leichter vor, von den Gehegebereichen her. Das ist ja sehr angenehm. Hier vielleicht noch den einen oder anderen Baum zwischen, das wäre cool. Ich glaube, der gerade perfekt hier mit den Bäumen. Oh, wir müssen hier vorne noch auf jeden Fall eine Barriere ziehen. Logischerweise. Weil dort ist natürlich die Abgrenzung im Gehege. Könnte natürlich auch wieder so ein etwas trockeneres Gehege bauen, aber wir auch so ein bisschen Variation da drin haben. In der ganzen Geschichte. Deshalb mache ich das diesmal einfach mal nicht. So, das sieht auch ganz gut aus. Wir hier vielleicht auch gleich noch ein paar Bäume vormachen. Wenn man das nicht ganz so krass sieht. Dann nehmen wir uns hier mal so einen Fleischfresser-Futterspender. Ich glaube, ich packe hier zwei Stück rein. Man auch aus allen Richtungen die Möglichkeit hat, das Ganze zu beobachten. Ich würde hier auch gerne noch einen Ziegenfutterspender reinmachen. Den mache ich aber, glaube ich, dann hier hin. Weil den muss man ja nicht sehen, der ist ja eigentlich ganz egal. Okay, sehr cool.
Natürlich müssen wir jetzt hier noch ein bisschen mit den Bodentools und den Büschen und so arbeiten. Oh, gerade hier Klippen müssen wir eigentlich noch machen, genau. Ein guter Punkt. Da, wo die Felsen sind, schöne Klippen hin. Auch so ein bisschen besser die Übergänge machen mit den Klippen. Kann man auch hier vorne sogar noch ein bisschen machen. Man kann ja auch so noch ein bisschen was Ausgetrockneteres, Dunkleres reinmachen hier. Und das gegen so ein paar Flecken. Ist immer schön, wenn man das, den Boden so ein bisschen befleckt und andersfarbig macht. Dadurch wird das echt alles viel interessanter noch, das Gehege. Jetzt kommt da noch mal ein bisschen Begrünung drüber. So ein paar Büsche. Na, ich glaube, ich will gar nicht hier diese Pflanze nehmen. Ich glaube, ich nehme mal dieses hier als Grasung. Können wir jetzt auch einfach so ein bisschen austoben. Wunderbar. Und schon sieht das Ganze so aus. Das ist doch ganz in Ordnung. Ist doch ein schönes Waldgehege. Ist zwar jetzt so relativ standardmäßig, so mit den Bäumen und so, jetzt nicht so mega krass was Besonderes. Aber wir können jetzt nicht jedes Gehege ausgetrocknet machen. Ich finde es echt schön. Also ist doch ganz cool geworden. Und ihr seid jetzt sicherlich schon gespannt, was für Dinosaurier da reinkommen. Und genau das verrate ich euch jetzt. Und in das Gehege kommt zweimal der Yangchuanosaurus. Die Mod hatte ich euch auch schon mal vorgestellt in dem Video. Die ist richtig, richtig cool. Also richtig cooler Dinosaurier. Richtig cooles Model. Gute Auflösung, gute Qualität der Mod. Richtig viele Details, wenn ihr mal guckt, so im Gesicht. Die ganzen Schuppen und Maserungen und Farben. Ach, sieht alles einfach so gut aus bei dieser Mod. Deshalb durfte sie auf jeden Fall nicht fehlen in meinem Fully Modded Park. Und ja, der kommt gleich in das neue Gehege. Zweimal. Ich habe ihn aber zweimal in der gleichen Farbe tatsächlich gemacht. Achso, alle Mods, die ich hier verwende in meinem Park, die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn euch dann eine Mod interessiert, checkt die einfach mal ab und dann solltet ihr die auf jeden Fall finden. So, jetzt lassen wir nochmal eben seinen Bruder frei. Denkt auch auf jeden Fall daran, gute Namensvorschläge wieder für alle neuen Dinosaurier, die ich diese Folge freilasse, unten in die Kommentare zu schreiben. Oh, der ist so böse. Also ich finde ihn richtig cool. Ich glaube, da habe ich eine sehr gute Wahl mitgetroffen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das war noch nicht alles an Dinosauriern, Leute. Ich habe da gleich noch eine kleine Überraschung. Aber erstmal bringe ich die jetzt mal eben darüber. Ach so, Leute, es haben sich sogar noch ein paar Dinge geändert hier im Gehege. Ich habe nämlich vorhin noch mal so ein paar Baumstämme platziert. Die habe ich nämlich vorhin vergessen gehabt. Also an der einen oder anderen Stelle, wie ihr seht. Fand ich ganz schön. Dann sieht das nicht ganz so kahl hier aus. Und ich habe noch eine wichtige Sache hier hinten geändert. Ich habe hier nämlich jetzt nochmal einen Zaun hinten lang gezogen. Dadurch haben wir nicht diese komische Stelle, dass das hier oben so hoch an der Klippe connected. Und das sieht hier alles ein bisschen sauberer aus, der Abschluss. Weil ich hier auch keine Bäume oder sowas mehr hinbekommen habe. Und damit sieht irgendwie dieses ganze Besucherding so ein bisschen kompakter und sauberer aus. Also fand ich viel schöner so. Deswegen habe ich das so gelassen. Ich habe hier auch nicht den Betonzaun genommen, sondern nur den ganz normalen Zaun. Die Musik geht gerade komplett ab. Die ist richtig auf ihrem Höhepunkt. Aber es macht ja nichts. Ah, da landen sie sogar gerade. Und ich habe ja gesagt, das war noch nicht alles, Leute. Boah, sehen die nicht schön aus in dem Gehege? Wow. Das passt mega gut. Okay, ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Denn hier steht jetzt auch ein anderer Futterspender. Und das heißt, hier kommt noch eine andere Dinosaurierart rein, nämlich ein großer Pflanzenfresser. Und welcher das ist, das seht ihr jetzt. Und das ist natürlich auch ein Dinosaurier, der in einem Fully Modded Park nicht fehlen darf. Eine der coolsten Dinosaurier-Mods für Jurassic World Evolution, nämlich die Terizinosaurus-Mod mit seinen großen Klauen. Ah, das ist schon ein cooler Dino. Und auch eine sehr coole Mod. Kommt übrigens für den Apatosaurus in das Spiel. Deshalb läuft er auch so träge und gemächlich und kann auch leider seine Klauen nicht einsetzen. Wow, ich kann hier einen ganzen Roman erzählen, während er rauskommt. So lange braucht er. Ich habe mir so gedacht, dass das in Kombination eigentlich noch relativ okay ist, weil ich denke nicht, dass der Yangchuanosaurus den angreifen würde in echt. Na gut, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber der könnte sich auf jeden Fall gut verteidigen
Und das Gehege ist relativ groß und da dachte ich mir, ja, warum packt man die da nicht zusammen? Weil im Spiel jetzt würden sie sich auch nicht angreifen, weil halt der Allosaurus, für den der Yangchuanosaurus ins Spiel kommt, auch nicht den Apatosaurus angreifen würde. Deswegen passt das ganz gut. Aber die Mod ist wirklich Hammer, ne? Die habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Mega, mega cool. Ich würde sagen, wir lassen noch schnell ein. Ja, was heißt schnell? Einen lassen wir noch gemeinsam frei. Den anderen, den zeige ich euch dann gleich im Gehege, wenn es fertig ist. Weil das dauert leider echt verdammt lange. Das ist jetzt nochmal so ein richtig dunkler Skin. Den finde ich auch richtig cool. Das ist schon eine heftige Mod. Also die ist echt nice. So, jetzt reicht's, Leute. Ich bringe euch zurück, wenn sie im Gehege angekommen sind. So, Leute, die Terrys sind gelandet und fühlen sich hier offensichtlich wohl. Ich finde das mega cool. Das passt ja echt super ins Bild. Ganz gemächlich laufen sie da rum. Und auf der anderen Seite sind, genau, die Yangchuanosauren. Greifen sich beide nicht an, weil es anscheinend keine natürlichen Feinde sind. Wenn es zu unrealistisch ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann kann ich das auch noch ändern. Aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das sind auch beides so richtig, richtig coole Mods. Also damit habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht hier. Und damit haben wir wieder ein Gehege fertig. Ich zoome mal raus. Das hier ist das Gehege. Ich finde es auch vom Style eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So die Klippen am Rand, dann das Wasser. Also ein paar Bäume, so ein paar ausgetrocknete Stellen. Und hier ist dann auch diese kleine Besucherstation, wo dann nicht die Dinosaurier eingezäunt sind, sondern mal die Gäste. Und die können dann natürlich auch wunderbar die Dinosaurier aus diesen drei Beobachtungsgalerien beobachten. Das ist echt cool. Ein Ranger-Team haben wir natürlich auch untergebracht, das darf ja nicht fehlen. Wenn ihr wollt, können wir jetzt auch nochmal ganz kurz zu guter Letzt die Aussicht hier genießen. Also man kann wirklich in alle Richtungen gucken und die Dinosaurier wirklich perfekt beobachten. Oh, er geht sogar gerade hin. Jetzt geht die Jagd los. Na, er guckt, glaube ich, nur. Er traut sich nicht. Die sind auch echt groß, die Terrys. Im Gegensatz zu dem Yangchuano. Okay, ich bin wirklich zufrieden gerade, Leute. Also, ich glaube, wir haben eine richtig gute Arbeit hier geleistet. Falls ihr es auch so findet, dann lasst doch ein Like da. Falls ihr die Mods mal ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ansonsten bedanke ich mich schon mal vielmals bei euch fürs Zusehen. Denkt auch an tolle Namensvorschläge für diese 5 neuen Dinosaurier, die wir jetzt in unserem Fully Modded Park haben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.